Und da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play Penumbra, einer neuen Folge hier in dieser Höhle. Mensch, in der letzten Folge gab es auf jeden Fall Spannung und Gänsehaut zugleich. Obendrauf noch ein bisschen Rätselspaß. Schaut aus wie eine Art Ausschachtung, allerdings weniger nach professionellem Bergbau. Keine Ahnung, woher dieser Nebel kommt. Aber ich werde sicher nicht näher dort rantreten und der Sache auf den Grund gehen. Also nicht da rein, das scheint gefährlich zu sein, wie wir jetzt rausgefunden haben. Der Stein sieht beinahe so aus, als ob er sich, wie der Rest dieses Ortes, für den Verfall entschieden hätte. Also diese Höhle irgendwo im Norden Grönlands. Könnte kaputt gegangen sein, als ich den Strom wieder aktiviert habe. Haben sich alle gewundert und plötzlich hat da jemand zu uns gesprochen. Ein Mann namens Red, so will er von uns genannt werden. Die Ausrüstung in dieser Kiste sieht militärisch aus. Schätze, die kann nicht älter als 20 Jahre sein. Vielleicht können wir da... Ne, ich glaube nicht, ne? Diese Vorratskisten sind bis zum Deckel mit Wasserflaschen gefüllt. Wieso wurde das alles zurückgelassen? Sag du's mir. Ich kann die auf jeden Fall verschieben. Und da ist ein Loch. Aus dem feuchten Loch dort oben kommt ein Windzug. Alles in allem keine besonders einladende Umgebung hier unten. Im Gegenteil, ja. Sehe ich auch so. Da gibt's Schöneres. Diese Lampen sind um einiges neuer als der Rest hier in der Mine. In dieser schönen Mine. Minecraft, ne, spielen wir quasi heute. Minecraft lässt grüßen. So, ich glaube mal, liebe Freunde, hier kaputt... Was ist das? Sind das wieder diese Spinnen? Das längere Stück dieser Leiter ist von etwas zerstört worden, das scheinbar genug Kraft hat, um Metall zu zerreißen. Waren das die Hunde? War das Rolf? Der Wolf? Okay. Passt auf. Ich würde sagen, wir probieren's. Können wir diese Kiste auch verschieben? Können wir auch, ja. Wir bauen uns da eine Erhöhung, um da oben reinzukommen, weil was anderes kann ich mir nicht erklären. Ja. Schön, dass diese Kiste militärisch ist, ist uns mittlerweile auch bewusst. Und dass hier nicht nach Kaffee und Kuchen geforscht wurde, ist mittlerweile auch bewusst. Jetzt frage ich mich nur, wie sollen wir das denn da hochkriegen? Nochmal mit der Leiter vielleicht? Ups. Hey, Leiter, bleib hier. Cool. Ich werde versuchen, den Tunnel hinaufzusteigen. Ich muss mich anstrengen und recht hoch gelangen. Vielleicht können wir da noch was mit dem Teil der Leiter machen. Zusammenkleben. Au! Oh. Die Leiter mir auf den Deckel geplatscht. Den Deckel. La Deckel. Okidoki. Ich muss irgendwie nach höher kommen. Aber ich kann diese Kisten, die sind zu schwer, um die zu heben. Die Lampe kann ich nicht tragen. Der Tisch, hier ist so ein Safe-Ding. Aha. Der Mann sucht immer noch. Aber was? Vor ihm ragt seltsam geformtes Metall aus der Erde. Eine Luke, ein Portal, noch eine Tür. Fremdartige Texte. Was sind das für Gestalten, die sich dort aneinander drängen? Fühlt sich an, als würde ich für kurze Zeit meinen Körper verlassen. Aber nicht wie eine Nahtoderfahrung, eher wie ein Teleport an einen anderen Ort. Was sind das bloß für Dinger? Ja, das kennen wir ja bereits. So, kann ich jetzt hier... komme ich da dran? Das ist ja ein bisschen hakelig jetzt hier. Theoretisch bräuchte ich ja nur eine Erhöhung. So ein Teil, das kann doch nicht ihr Ernst sein, oder? Wohl theoretisch bin ich damit ein bisschen höher. Wenn es nicht runterploppen würde. Warte mal. Jetzt kommt's. Kann ich... Nee, das ist doch bescheuert, was ich gerade ausprobiere, oder?
Ja, ich glaube, das ist ziemlich bescheuert. Ich wollte gerade ausprobieren, ob ich vielleicht hier dieses Teil nehmen kann, um dann diese Kiste da hochzuschieben. Hey, Physik und so hatten wir doch in der letzten Folge das Thema. Ich war ja eine Niete im Physikunterricht. Obwohl, eine Niete war ich auch nicht, das kann man auch nicht sagen. Nee, das kann man auch nicht sagen, aber ich war nicht gut. Sonderlich. Das ist genau das richtige Spiel dann für dich, Sarah, zu Vollhorst. Du bist so doof, kriegst du nicht mal das einfachste Rätsel hier gelöst. Probiert der es echt so? Ist der doof? Ist der bescheuert? Warum kannst du denn diese Kiste nicht da hochheben? Mann, Philipp, ey. Du alte Nulpe. Okay, pass auf. Bauen wir jetzt aus diesen Poppeln hier, die ich ja bekanntlich hier hochheben kann, baue ich hier so eine Erhöhung auch. Wie nennt man die eigentlich? Absperrkäppchen? Kapuzenhüte? Können die Straßenbauer unter euch mir bestimmt sagen, wie man die nennt? Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Ich bin da nicht so bewandert. Oh, sieht doch gut aus, komm. Ja. Ey, das muss klappen. Ja, Mann. Und jetzt raus hier aus dem... Oh, oh, Ladesequenz. Wo lang denn? Ich sehe nichts. Ich hoffe, die stammen von einem Tier. Habe aber so meine Zweifel, ich muss hier raus. Bah. Scheiße. Nein! Fuck! Irgendwas ist hinter mir her. Ich glaube, das sind diese Spinnenviecher. Jetzt heißt es Beeilung. Oh mein Gott. Fuck you, Alter. Wie mies. Okay, das sind alles... Nein. Alter. Hier kann ich was umrollen, okay. Das würde ich bestimmt dahinter lang, oder? Nein. Boah, Alter, ist das heftig. Meine Fresse. Nichts legt Eier dieser Größenordnung. Megaspinnen. Alter, wie fies. Wie fies ist das denn? Wo muss ich lang hier? Ich will jetzt nicht nochmal abkacken. Da kommt der erste. Au! Was? Das kann nicht wahr sein, ey. Fucking fuck für ihn, ey. Nimm mal Schmerzmittel hier. Zack. Wow! Wo zur Hölle? Was sind das für viele Viecher? Das ist doch zu krass. Ich komme hier niemals raus, lebend. Hier, noch mehr Eier. Nein. Lass mich in Frieden. Alter. Ich hüppe hier so lang. Hilfe. Fang mich doch, du Eierloch. Kriegst mich ganz bestimmt. Hier war noch eine Sackgasse, Sarazza. Warum rennst du da schon wieder rein? Sind zwei Wochen eine Öllampe. Hochentzündlich. Warte mal. Feuerzeug. Nein. Ich schaffe es nicht. Ich bin zu blöde gewesen. Ach, scheiße, Alter. Alter, ey. So, warte mal. Doch nicht jetzt hier. Hier, zack. Warte mal, das ist doch die 7. Bereithalten. Das ist meine einzige Chance. So. Das dürfte für Ruhe gesorgt haben. Ich habe das so toll gemacht. Ich wollte gerade mit dem Stein mich da einschieben. Ich brauche ja nur 50 Jahre, um diese Sache zu lösen. Das ist aber auch mega assi, ey. Sorry. So ein Raumwerfer, aber das ist ja wohl echt wahr. Das ist ja mal was hier. Sarazza, ey, so oft bist du auch lange nicht mehr gestorben. Ja, ich weiß. Bin ja noch gar nicht. Doch, ich bin schon mal abgekackt im Spiel. Sorry, stimmt. Hey, kommt her, ihr Penner. So. Ach du Scheiße! Nee, ich dachte gerade, die schaffen das dadurch.
Ja, aber hier geht's doch gar nicht weiter. Nein! Jetzt verstehe ich. Ah, Mann. Okay, es gibt nur eine Möglichkeit, wie ich da rauskommen kann. Ich muss diese Feuerscheiße anzünden. Boah. Mach mich auch fertig, ey. Das mache ich richtig kirre, Leute, ey. Ohne Scheiß. Alter, ist das krass, ey. Mit 7. 7? Ah, nein! 7, manchmal ist die Steuerung aber auch so beschissen. Das ist ganz schnell ein Wunder. So, jetzt hier. Flop. So, jetzt kann ich hoffentlich hier durch. Jetzt dürftest du in der feuchten Höhle vergangener Gespräche sein. Über dir befindet sich ein Tunnel zu zukünftigen Zeiten. Dort solltest du nicht neugierig, sondern vorsichtig sein. Über die Katze habe ich schon gesprochen. Und mich zu wiederholen erscheint mir sinn- und zwecklos. Diese Tunnel sind von Spinnen bewohnt, die menschliche Flüssigkeiten aussaugen. Also berühre die Wände nicht. Sie sind so zerbrechlich wie Porzellan unter den Füßen eines Elefanten. Boah. Ich muss hier rauskommen, irgendwie lebend. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Und dieser Red ist auch keine große Hilfe. Boah! Das ist ja echt krass. Was ist denn auf einmal mit dem Spiel los? Saraza, let's die, Saraza, ey. Alter. Okay, hoppi, hoppi. Und jetzt hier runter. Mit Speed. Speedy Gonzales da. Ey. Gibt's ja wohl nicht. Da rollt jetzt so ein Ding runter und ich muss ganz schnell zur Seite, glaube ich. Zack. Wow. Okay, ich sehe nichts mehr. Ich sehe gar nichts mehr. Ich kann nichts mehr sehen. Ich kann nichts mehr sehen. Nein. Ihr Schweine. Ey, Mann. Spitzhacke. Okay, gar nicht angucken, das Blut, sondern einfach weiter. Komm. Muss ja wohl hier noch heute rauskommen. Scheiße, Mann. Nein. Fuck. Wieder Spinnen hinter mir. Hilfe, Hilfe. Nein. Nein. Ey, nein. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für ein Megascheiß hier? Komm, ich bin jetzt schnell. Zack. Weiter, weiter, weiter. Kann ich hier irgendwie... So, vielleicht stürzt dann das Ding hinter mir ein. Genau. Komm, die Spinnen sind hinter mir. Scheiß Ding hier. In der Grube in Grönland. Weiter, 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 rennen. Rennen. Oh, ist da eine Säure? Ist da die Säure? Nein. Alter. In diesem Raum müsste in dem weißen Kästchen mit rotem Kreuz Insektenschutzmittel sein. Nur für den Fall, dass die Spinnen an deinem Fleisch Geschmack fanden. Woher ich weiß, dass du Blut verlierst? Weil Red dich hereingelegt hat. Der Tunnel mit den Spinnen war kein notwendiges Übel, sondern vielmehr eine verdiente Strafe. Du hast geglaubt, mein Verstand sei durch die Zeit zerrüttet und diese Achtbeiner waren die ausgleichende Gerechtigkeit. Nach dieser Feuertaufe werden wir jetzt hoffentlich gute Freunde. Hol jetzt den Schlüssel und die treibende Flüssigkeit und suche einen Weg zum Bergwerksungeheuer. Ich bin völlig fertig, ey. Mann, 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 das war auf jeden Fall eine krasse Folge, die krasseste bisher. Kann ich das hier irgendwie öffnen? Eine Abdeckung für den Belüftungsschacht. Hab ich ja fast gedacht. Da kommen wir nicht hoch. Oh, nett.
Gut, ich schaue mich aber erstmal noch hier hinten ein bisschen um, bevor ich jetzt einfach hier rausgehe. Weil hier sind ja auch noch Türen und alles Mögliche. Hier können wir auch noch was kaputt hauen. Und er meinte ja noch, hier wäre irgendwie Insektenmittel. Ich komme mir aber nichts ran. Meint er nur das Schmerzmittel oder was? Hier ist alles.